Willkommen beim TE-Gespräch heute mit Markus Grall, Unternehmer, Goldhändler, Publizist mit vielen Wirtschaftsbüchern, Wirtschaftskundiger, früherer Unternehmensberater, Spezialist für Geld und Kredit. Sie haben ein neues Buch geschrieben, während Deutschland stagniert und die Inflation marschiert, sagen Sie, die Stunde Null, ein neues Wirtschaftswunder ist möglich. Da schaut man doch. Überrascht, so viel Optimismus, nachdem Sie in den vergangenen Jahren als Crash-Prophet bekannt wurden. Ja, also der Crash war ja eigentlich gar nicht mein Thema, wenngleich die meisten Leute das denken und auch geschrieben haben. Und ich kann sie da gar nicht verübeln, weil ich habe ja davor gewarnt, auch vor dem, was jetzt kommt. Aber die Aussage, ein neues Wirtschaftswunder ist möglich, ist eigentlich das Kondensat von dem, wofür ich stehe, nämlich für die Freiheit. Die Freiheit ist mein eigentliches Thema. Und wenn wir der Freiheit wieder Raum geben und die Freiheitsfeinde nach Hause schicken und ihre ganze falsche Politik nach Hause schicken, so wie Ludwig Erhard es zuletzt in Deutschland gemacht hat, dann kriegen wir auch wieder das Gleiche serviert, wie das, was Ludwig Erhard uns serviert hat, nämlich ein Wirtschaftswunder. Also Wohlstand für alle ist wieder möglich. Absolut. Derzeit ist es ja eher Armut für alle. Ja, weil das ja auch das Programm ist. Ich meine, wenn man der Meinung ist, dass die menschliche Aktivität per se ja schlimm für den Planeten sei, wenn man an eine Religion glaubt, eine Wissenschaft ist es ja nicht, dieses ganze Klimading, die im Grunde genommen fordert, dass alle weniger haben sollen, dann ist natürlich die Armut das Programm. Gehen wir mal dazu über, was ist im Augenblick. Im Augenblick erleben wir Zinssteigerungen. Wir erleben nach wie vor starke Ungleichgewichte auf den Entschuldigung. Finanzmärkten. Und Sie sagen, durch diese Zinssteigerungen und die damit ausgelösten Verluste bei den Anleihen kommt es zu 5.000 bis 20.000 Milliarden Dollar Verlust, die bei den Banken versteckt wurden. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, nicht ganz. Also wir haben so etwa 20.000 Milliarden Dollar an Kursverlusten in den Anleihen durch die Zinssteigerung, weil wenn die Zinsen steigen, werden Anleihen mit niedrigeren Zinsen weniger wert. Klar, aber Opportunitätskostenrechnung. 20.000 Milliarden sind immer So 20.000 Milliarden ist eine Menge Geld. Ein Teil davon liegt bei den Banken, nach meiner Schätzung etwa ein Viertel. Das entspricht so den Erfahrungswerten, die wir in der Vergangenheit auch immer wieder gesehen haben. Und zwar einfach deswegen, weil die Banken einen Großteil ihrer Liquidität dummerweise und wie ich denke fälschlicherweise in langlaufenden Anleihen parken. Warum machen sie das? Weil die kurzlaufenden Anleihen sind ja mit null verzinslich gewesen oder mit Negativzinsen, das heißt, haben sie draufgelegt. Also haben sie langlaufende genommen in der Hoffnung, dass die Zinsen ewig unten bleiben und sie nie davon eingeholt werden würden. Und in dem Moment, wo die Zinsen gestiegen sind, war diese Rechnung natürlich eine Milchmädchenrechnung. Also kurz gerechnet, wenn ich Ihr Buch gelesen habe, steht da drin, dieser Verlust über das Anleihengeschäft bei den Banken übersteigt deren Eigenkapital um das Vier- bis Fünffache. Grosso modo, ja. Sind Sie pleite? Also pleite sind sie in Wahrheit schon lange, aber sie werden natürlich durch den Bilanzbetrug am Leben gehalten. Wie geht es? Das ist ganz einfach. Die Verluste, die sie bei den Anleihen erlitten haben, die müssen sie nicht abschreiben. Also sie haben eine Anleihe zu 100 gekauft, jetzt ist sie nur noch, keine Ahnung, 90 wert. Sie haben 10 verloren, aber sie steht immer noch mit 100 in der Bilanz. Und wie kann sie das machen? Indem einfach die Aufsicht und der Wirtschaftsprüfer sagt, ihr müsst es nicht abschreiben, wenn ihr uns versprecht, die Anleihe bis zur Fälligkeit zu halten, weil dann wird der 100 zurückbezahlt. Ja? Bis dahin haben wir natürlich die ganzen Zinsen, die nicht geflossen sind. Also der Zinsentgang kompensiert dann über viele, viele Jahre den Verlust an dieser Stelle. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das würde ja bedeuten, wenn das in Ordnung wäre, dass eine Bank heute die Anleihen kaufen könnte zu 90 und sie sich dann mit 100 ins Buch stellt, mit der Begründung, ich verkaufe sie doch erst, wenn sie fällig sind. Das würde ja auch keiner machen. Da würde jeder sofort sagen, dass der Bilanzbetrug offenkundig ist. Hier ist es genau das Gleiche. Die Bilanz ist vollkommen identisch. Die gleichen Vermögenswerte sind drin, nur andere Bewertungen. Das heißt also, je nachdem, wann ich das Ding gekauft habe, habe ich eine unterschiedliche Bewertung. Und das ist Worauf ich einfach so raus ein will, Spiel mit der Tischstein, Bilanz. worauf ich raus will, ist, den Zuschauern ein Gefühl zu geben, was dieser Zinshebel bewirkt. Er bewirkt ja nicht nur bei den Banken etwas, sondern bewirkt ja auch bei dem Immobilienbesitzer etwas. Überall. Wir erleben ja im Augenblick eine Abwertung der Immobilien. Wie ernst ist der Verlust am Immobilienmarkt zu nehmen? Ja gut, der ist schon ernst zu nehmen, aber der Immobilienmarkt hat immer Zinszyklen
gehabt. Das ist was Normales. Die Zinsen steigen, Immobilienpreise fallen. Die Zinsen fallen, Immobilienpreise steigen. Das ist einfach eine Opportunitätskostenrechnung. Umso günstiger ich Immobilien refinanzieren kann, umso mehr kann ich auch dafür bezahlen. Das ist ein altes Spiel. Also die Leute haben bei Null Zinsen, haben bei Null Zinsen gekauft und gucken jetzt in die Röhre bei 5%. Ja, genau. Wenn ich, man muss sich ja mal vorstellen, ich kaufe, sagen wir mal, bei Null Zinsen. Die Bank will ja auch was verdienen, also zahle ich immer noch vielleicht 1%. Und wenn ich 1 Million finanziert habe, sind es 10.000 Euro im Jahr. So, jetzt steigt der Zins von 1% auf 5%. Jetzt zahle ich nicht mehr 10.000 im Jahr, jetzt zahle ich 50.000 im Jahr. Das heißt, die Belastung durch die Zinsen hat sich verfünffacht. Und schon stehe ich ganz anders da, weil die 10.000 könnte ich mir leisten, aber die 50 habe ich gar nicht. Worin liegen da die Chancen oder die Risiken besser für die Immobilienbesitzer? Normalerweise führt das einfach dazu, dass die Preise fallen und dann findet sich ein neues Gleichgewicht, mal mit ein bisschen Verzögerung und so weiter. Das haben wir diesmal aber nicht. Was wir diesmal stattdessen haben, ist ein Einfrieren des Immobilienmarkts. Die Preise fallen und sie fallen viel stärker, als durch den Zins eigentlich angezeigt wäre. Und gleichzeitig, gleichzeitig kommt der ganze Immobilienmarkt zum Erliegen. Und das hat was damit zu tun, dass nicht nur der Zins auf den Immobilienmarkt wirkt, sondern es hat was damit zu tun, dass auch noch der Herr Habeck hier rumflitzt. Der Habeck mit seinem Heizungsgesetz, der hat jetzt im Grunde genommen das Eigentum an einer Immobilie unkalkulierbar gemacht. Das heißt also, wer heute eine Immobilie kauft, der weiß gar nicht, was für Kosten auf ihn zukommen. Das lässt sich gar nicht kalkulieren. Die geschätzten Kosten des Habeck'schen Heizungsgesetzes sind höher als das gesamte Eigenkapital aller Immobilienbesitzer in Deutschland. Das heißt, sie werden rechnerisch entwertet. Enteignet und entwertet. Also die Immobilie wird so weit entwertet, dass der Immobilienbesitzer enteignet wird. So kann man es sagen. Und zwar komplett. Mhm. Sein gesamtes Eigenkapital an der Immobilie ist weg. Und wenn man sowas macht, dann darf man sich natürlich nicht wundern, wenn die Immobilie plötzlich als Hochrisikoanlage angesehen wird, wo sie früher immer eine solide, sichere Anlage gewesen. Betongold nannte man es, nicht zu Unrecht. Also Herr Habeck hat es im Alleingang geschafft, den Immobilienmarkt im Land zu zerstören. Der Zins hat ihn dabei unterstützt, aber im Wesentlichen diese Illiquidität des Immobilienmarktes ja mal Herrn Habeck zu verdanken. Unser Ergebnis ist, dass die Zahl der Transaktionen im Wohnimmobilienmarkt um über 90% gefallen ist. So, und das bedeutet natürlich, dass die Sicherheiten, die die Banken für die Kredite in den Büchern haben, wenn es zum Schwur kommt, auch nicht mehr so viel wert sind. Also, wir gehen vom Betongold zum Blechgold oder zur Blechimmobilie. Was bedeutet das jetzt für den Hausbesitzer in seinem Verhältnis zur Bank? Er hat also die Immobilie bewertet bisher mit 1 Million und jetzt plötzlich ist sie nur noch 500.000 wert. Ja, das kann natürlich schon ins Kontor hauen. Stellen wir sich vor, man hat die Immobilie, die wird ja selten zu weniger als 50% finanziert. Die meisten Immobilienkäufe finden statt, da hat der Eigenheimbesitzer vielleicht 30 oder manchmal auch nur 20% Eigenkapital. Das heißt 70%, aber mindestens 60 sind in aller Regel finanziert. Wenn wir jetzt eine Wohnung haben oder ein Haus, das war 1 Million wert und es ist jetzt nur noch 500 wert, das heißt, Die Sicherheit ist weg. Die Sicherheit ist im Grunde genommen weg, weil das Haus ist nur noch 500 wert, der Kredit ist aber bei 700.000 oder vielleicht sogar 800.000. Das heißt also, die Sicherheit ist für die Bank nicht ganz weg, aber für den Immobilienbesitzer ist sie ganz weg, weil der hat eigentlich ein negatives Eigenkapital. In den 20er Jahren gab es eine ähnliche Situation mit dem Ergebnis, dass die Banken sich die Immobilien angeeignet haben. Ist sowas wieder möglich? Ist denkbar, aber man muss bedenken, dass die Banken kein Interesse daran haben, die alle crashen zu lassen. Und zwar deswegen, weil wenn die jetzt den Kredit fällig stellen, der nicht zurückgezahlt wird und die Immobilie wird dann zum Marktwert ins Buch genommen, dann bedeutet das erstmal einen Buchverlust für die Bank. Und den kann sie nicht in der Bilanz verstecken. Also die Abschreibung, die kann sie nicht verhindern. Und wenn die zu groß wird, dann sitzt sie mit nominell negativem Eigenkapital da nach kurzer Zeit, dann ist sie pleite. Dann kommt die Aufsicht und verstaatlicht oder sie rettet und damit verstaatlicht sie die Bank. Das heißt also, in einem Modell der Rettung und der Verstaatlichung geht das, aber nicht in einem Modell, wo die Bank selbstständig bleibt. Sondern bei Zinssenkungen haben wir einen gegenteiligen Effekt. Der würde ja gewisse Entlastung bedeuten ja. Für die Wirtschaft, für den
für die Banken, für den Hausbesitzer, für den Staat. Nun warten viele auf eine Zinssenkung. Kommt sie oder bleibt sie weg? Die muss kommen. Wir haben gar keine andere Wahl. Die Zinssenkung kommt allein schon deswegen, weil die Banken in Schwierigkeiten sind. Sie werden im Moment von mehreren Seiten gleichzeitig belagert und beschossen. Sie haben Geld verloren mit den Anleihen. Sie verlieren Geld mit den Immobilien. Sie haben die Insolvenzwelle zu verkraften. Das alles tun sie im Moment und zeigen trotzdem noch höhere Gewinne. Wo kommen die Gewinne her? Wie nicht anders zu erwarten, in der Vergangenheit, wenn Gewinne gezeigt werden mussten, aus dem Investmentbanking. Das heißt, das Investmentbanking produziert Gewinne, aber wie wir wissen aus der Vergangenheit, produziert das Investmentbanking immer dann die höchsten Gewinne, wenn es demnächst kracht. Ja, das heißt also, das ist meistens sind es Luftbuchungen. Wenn es dann knallt, sind die Boni schon auf den Bahamas geparkt, aber die Gewinne sind weg. Na gut, das sagen Sie so. Sie schreiben im Buch, der Euro und seine Institutionen sind geliefert. Sie werden entweder vom Monster Inflation gefressen oder vom Monster Staatspleite über die Zinsen. Durch Bankenkrise, durch Depressionen zermalmt. Aus, Ende, schreiben Sie aus, Ende, finito, ish over. Ja, den habe ich geklaut bei Herrn Schäuble. Jetzt ist es wieder so. Ja, also. Ist der Crash schon wieder da oder unterschätzen Sie die Anpassungsmöglichkeiten? Das ist ganz einfach so, dass wir uns in eine Lage begeben haben, wo die Zentralbank auf der Rasierklinge balanciert. Und diese Rasierklinge hat rechts einen Abgrund und sie hat links einen Abgrund. Der Abgrund auf der rechten Seite ist die Inflation. Wenn sie da runterfällt, dann werden die Schulden durch Inflation entwertet. Das führt natürlich dazu, dass die Glaubwürdigkeit der Zentralbank weg ist. Das heißt, ihr politisches Kapital wird aufgezehrt. Und da ist es dann nicht mit 10% getan. Also wenn es richtig rappelt mit der Inflation, dann kommt schon ein bisschen mehr. Oder sie fällt links runter bei der Deflation. In dem Fall verschwinden die Schulden auch, aber sie verschwinden nicht über die Entwertung, sondern sie verschwinden über die Pleite, das heißt über die Abschreibung. Aber eine von beiden Toten wird die Zentralbank sterben. Und dabei geht es nicht um Crash, dabei geht es um Wohlstandsvernichtung. Die Wohlstandsvernichtung, die dazu führt, dass die Menschen sich fragen, in was für einem System wollen wir denn leben? Die Wohlstandsvernichtung ist ja schon in vollem Gange. Also wenn man da draußen schaut, was können sich die Leute heute noch leisten von ihrem Einkommen, dann wissen sie alle intuitiv, wenn sie den Supermarkt verlassen, dass ihre Rechnung anderthalb Mal so hoch ist wie noch vor ein paar Jahren. Zum Teil sogar, je nach Warenkorb, zweimal so hoch. Wenn also einer nicht bereit ist, seinen Warenkorb anzupassen, dann ist es schon eher zweimal als anderthalb Mal so hoch. Also diese 10% Inflation, die man uns da numerisch vorgegaukelt hat, die sind es ja auch nicht gewesen. Das heißt also, das Einkommen der Leute erodiert und es erodiert weiter. Und es kann auf unterschiedliche Weisen erodieren. Entweder erodiert es über die Geldentwertung, das haben wir jetzt gerade gesehen, in der Breite. Das heißt, das betrifft alle einigermaßen in gleichem Umfang. Oder es passiert über das Problem der deflatorischen Entwicklung, also der Depression. Das heißt also über Pleiten, Insolvenzen, über all diesen, über quasi den konjunkturellen Einbruch. Dann ist die Erosion des Wohlstands mehr punktuell. Das betrifft dann vor allen Dingen die ihren Arbeitsplatz verlieren. Und der Prozess wird ähnlich wie im Immobilienmarkt verstärkt durch die Politik der Bundesregierung. Also die Zerstörung des Immobilienmarkts, der Zins allein hätte das nicht geschafft. Und die Zerstörung unserer Konjunktur hätte auch der monetäre Zyklus alleine wahrscheinlich nicht in dem Umfang geschafft, wie wir das jetzt sehen. Sondern da steigt dann wieder die Bundesregierung drauf ein. Was hat die Bundesregierung gemacht? Sie hat eine Energiepolitik gemacht, sie hat eine Bürokratisierungspolitik gemacht, eine Regulierungspolitik. Sie hat alles totreguliert und alles mit riesigen Kosten belegt, ja, was früher im Grunde genommen zu ganz anderen Kosten zu haben war. Und das führt jetzt zu mehr Pleiten und zu mehr Abwanderung. Das heißt ja, wenn ich es auf eine kleine Formel bringe, Geld weg, Job weg, Haus weg. Ja. Sagen Sie so, ja. Hm. Und trinken genüsslich Ihren Ingwertee für einen. Naja, das ist jetzt nicht boshaft gemeint von mir. Das ist das Ergebnis dessen, was die Leute gewählt haben. Es tut mir ja furchtbar leid, aber ich habe die nicht gewählt. Also, es ist ja so, dass das Ergebnis von Politik kommt jetzt bei den Leuten an. Sie nennen es der linke Raubstaat. Ich wiederhole es nochmal. Ja. Der linke Raubstaat. Sie mögen schon die kräftigen Wörter. Ja, das muss ja auch sein. Ich meine, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Ja? Und diese Bundesregierung ist ein grober Klotz. Und was sie macht, ist ein grober Klotz. Ihre Wirtschaftspolitik,
Also Ihre Energiepolitik ist laut unseren amerikanischen Freunden die dümmste Energiepolitik auf dem Planeten. Ihre Wirtschaftspolitik ist links, grün, ja, ist eine einzige Katastrophe. Das heißt, an allen Feldern, wo es eh schon schwierig ist, führt die Politik dieser Bundesregierung dazu, dass es schlimmer wird statt besser. Und zwar absichtlich. Deindustrialisierung ist Programm, und zwar deswegen, weil man mit Deindustrialisierung glaubt, seine vollkommen schwachsinnigen CO2-Ziele erreichen zu können oder zu müssen. Was dann, dass die Leute dabei auf der Strecke bleiben, also Geld weg, Wohnung weg, Haus weg, Auto weg, alles weg, ja, die sind diejenigen, die eigentlich genüsslich was trinken dazu. Ich trinke hier nur meinen Tee, damit mir die Stimme nicht versagt angesichts dieses Blödsinns. Ja, also das ist ein Programm, das diese Bundesregierung fährt, das dieses Land ruiniert. Dann hat die Bundesregierung noch ein Rezept, das heißt Schulden. Ja. Wir erleben ja einen Kampf um die Abschaffung der Schuldenbremse, was nichts anderes heißt. Der Staat darf sich unbegrenzt verschulden. Mhm. Er soll sich in Zukunft unbegrenzt verschulden dürfen. Ja. Ist das der Ausweg? Wir erleben jetzt bereits ein Haushaltsdefizit von 25 Milliarden. Das ist gar nicht mal so viel. Aber also, es wird mehr. Mit den Schulden ist ja so eine Sache. Das haben wir in Japan gesehen, da ging es viele Jahre gut. Wobei Japan stärker bei sich selbst verschuldet war und die Japaner noch stoischer sind als die Deutschen, was die schlechte Politik ihrer Regierung angeht. Und dann haben auch alle gesagt, guck mal, das geht so toll, gut. Ja. Die Wahrheit ist, dass es eben nicht gut geht. Es kann Zeit kaufen. Niemand weiß genau, wie viel Zeit man damit kaufen kann. Aber am Ende wird die Rechnung präsentiert. Die wird immer präsentiert. Und zwar deswegen, weil die Gelddruckerei und die Wirtschaftspolitik nicht die Gesetze der Physik aushebeln kann. Das bilden die sich zwar ein, dass die Gesetze der Physik aushebeln können. Das denken Sie auch beim Thema Klima und Energie und Elektromobilität. Und so. Das sind ja alles Maßnahmen, die man nur machen kann, wenn man wirklich sich einbildet, die Gesetze der Physik über den Haufen werfen zu können. Sonst geht es ja gar nicht. Aber es funktioniert nicht. Am Ende gewinnt immer die Ökonomie. Böhm-Bawerk hat mal gesagt, das ökonomische Prinzip besiegt am Ende immer das politische Prinzip. Und so wird es auch hier sein. Man kann Schulden machen, man kann versuchen, Zeit damit zu kaufen. Und irgendwann mal ist dieser Brunnen leer geschöpft. Das heißt, es wird nicht nur der linke Raubstaat gegen die heute Aktiven, die Immobilienbesitzer aktiv, sondern vor allen Dingen die heutige Jugend wird beraubt. Ja, und das nicht nur in Deutschland. Also das ist ein Phänomen, das im Prinzip in der westlichen Welt global genannt werden kann. Wir haben einen Staat, der diese Jugend um ihre Zukunft beraubt, und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Und zwar mit einem Mix an politischen Maßnahmen. Das reicht von der Geldpolitik über die Wirtschaftspolitik, die Schuldenpolitik, die Klimapolitik, die Überregulierung. Ja, all das und die Staatsquote, die Zerstörung unserer Rente. Also es gibt im Grunde genommen kein Feld, wo diese Politik nicht versagende Rezepte pflegt. Und auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass die Produktivität der Volkswirtschaft sinkt und dass die Einkommen der Menschen langfristig auch sinken. Wir haben kein Wirtschaftswachstum mehr, wir haben eine Wirtschaftsschrumpfung. Wir haben seit Einführung des Euro keine Wohlstandssteigerung in Europa gesehen. Gibt's nicht. Es gibt keine Wohlstandssteigerung netto zwischen 1999 und heute. Haben wir nicht. Müsste man nicht sogar sagen, pro Kopf eine sinkende Vermögensleistung? Denn wir haben ungefähr 6 Millionen zusätzliche Einwohner in Deutschland. Aber die Wirtschaftsleistung sinkt, also pro Kopf müsste. Die Pro-Kopf-Rechnung ist ja die entscheidende. Es ist die entscheidende. Und ja, pro Kopf sinkt die Sache. Nicht nur wegen der Umverteilung zugunsten der Zugewanderten, die in Zukunft nie etwas hier beitragen werden. Nicht nur, weil sie es nicht wollen, sondern vor allen Dingen auch, weil sie es gar nicht können. Und gar keine Chance in dem System. Sondern wir haben im Prinzip auch eine Erosion der Basis. Und weil es in Deutschland eben am schlimmsten getrieben wird mit diesen falschen Ansätzen, wandern jetzt immer mehr Unternehmen ab, und zwar die Unternehmen, die besonders betroffen sind von der falschen Politik, also die energieintensiven Unternehmen, diejenigen, die die Überregulierung satt haben, die diese Kosten nicht mehr bezahlen können, die überbesteuerten Unternehmen, die wandern alle ab. Aber das sind gerade die, die das Rückgrat unserer Wirtschaft ausmachen. Und zwar deswegen, weil über 50, 60 Jahre, 70 Jahre eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges, dieses Land darauf ausgerichtet war, innovativ, aber mit billiger Energie arbeiten zu können. So. Die Innovation hat man getötet durch
die Bildungskatastrophe und dadurch, dass sie sich auch nicht mehr lohnt in diesem Land. Ja? Wer heute innovativ ist und dann ordentlich verdient, der wird in Deutschland zu Tode besteuert. Also die Innovation wird getötet, indem man die Kreativen außer Landes treibt. Und die Energie ist ihr eigenes, ist das eigene politische Programm dieser Regierung, Energie möglichst teuer zu machen. Es ist ihr Ziel. Es ist nicht ein Abfallprodukt ihrer falschen Energiepolitik. Es ist das Ziel, Energie möglichst teuer zu machen. Und wenn man dieses Ziel hat, dann hat es entsprechende Konsequenzen. Jetzt schrumpft der Wohlstand und der Wohlstand wird so lange schrumpfen, bis der Schmerz bei einer genügend großen Anzahl von Wählern angekommen ist. Haben wir beim Schwarzmalen jetzt irgendwas ausgelassen? Nein, müssen wir auch nicht. Aber es geht, wie gesagt, gar nicht um den Crash, weil wir haben jetzt quasi nur den Vorbau geliefert. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir schauen uns an, was die Lage ist. Genau. Und jetzt habe ich ja gesagt, ein neues Wirtschaftswunder ist möglich. Genau. Und das ist ja das eigentliche Thema meines Buches. Sie sagen ja, also wir malen schwarz und jetzt wird es... Also das eigentliche Thema, wir haben jetzt eigentlich relativ viel Zeit mit den ersten 5 Seiten des Buches verbracht, wo ich gesagt habe, Leute, ihr werdet sehen, das geht schief. Vieles von dem, was ich in der Vergangenheit prognostiziert habe, ist eingetreten. Nicht alles, aber vieles. Ja. Und es ist eingetreten als Resultat einer Politik, die falsch ist, die von Illusionen lebt, die von falschen Theorien lebt. Die sozialistischen und die keynesianischen Wirtschaftstheorien sind falsch. Sie sind wissenschaftliche Irrwege, denen die Politik aber folgt, weil es bequem ist. So, und jetzt reden wir über die richtigen Wege, die Sie aufzeigen. Die sagen Sie jetzt, die 5 richtigsten, wichtigsten Schritte, damit der Wohlstand wieder zurückkehrt. Der Wohlstand kehrt dann zurück, wenn man die Menschen machen lässt. Keine Regierung kann den Wohlstand zurückbringen. Nur die Menschen können den Wohlstand zurückbringen. Das heißt, wir müssen die Menschen befreien aus dem Korsett des Staates. Wir müssen sie befreien von einer expropriativen, beraubenden Besteuerung. Wir müssen sie befreien von einer gängelnden, erstickenden Bürokratie und Überregulierung. Wir müssen sie befreien von der Größe des Staates. Der Staat muss kleiner sein. Wir müssen sie befreien von den Hindernissen der Innovation. Ja, also alles, was die Innovation und die Kreativität verhindert, muss weg. Ja, und wir müssen sie befreien von dieser Flut an Gesetzen. Und wenn wir das alles machen, das hat natürlich operative Umsetzungselemente. Das eine ist gesagt, wir befreien die Menschen davon. Was heißt denn das? Also was würden wir denn daraus an politischen Schritten aufhören? Wenn wir das alles machen, dann werden die Menschen selbst in der Lage sein, ein Wirtschaftswunder zu produzieren. Das Wirtschaftswunder der 50er und 60er wurde da auch nicht von der Regierung produziert. Es war nur so, dass die Regierung Platz gemacht hat für die Menschen, weil er hat sich durchsetzen konnte damals mit seiner Währungsreform und seiner Deregulierungspolitik und seiner Preisfreigabe. Ja, das muss man sich vorstellen. 1948, das Wirtschaftswunder, beruhte auf 2 Dingen. Neue Währung, also stabiles Geld und Abschaffung der Preiskontrollen. Was haben wir heute? Wir haben instabiles Geld und die Linken und die Grünen schreien nach Preiskontrollen für Döner. Wie tief können die eigentlich intellektuell noch sinken, bevor es anfängt zu stinken wie die Cloaca Maxima? Entschuldigung, aber das kann ja wohl nicht sein. Wir müssen die Leute aus dem Korsett befreien. Diese Leute erfinden ständig neue Korsetts und zerstören noch mehr Wohlstand. Und die Frage ist, wie das geht. So, Sie haben jetzt in Ihrem Buch einen Punkt genannt, das ist die Staatsquote, also der Anteil des Staates. Entschuldigung. Der Anteil des Staates an dem, was wir verdienen, der liegt im Augenblick offiziell bei 42%. Wenn man es wirklich genau hinschaut, nähert es sich bereits der 50%-Grenze. Das heißt, wir arbeiten von Januar bis Ende Juni für den Staat und danach für uns. Jetzt sagen Sie, die Staatsquote muss auf unter 10% gestutzt werden. Das ist möglich. Bei Ludwig Erhard betrug es 16%. Aber der Weg ist schwer. Ja. Wie soll das gehen? Das heißt ja, Sie würden den Staatsapparat auf einen Schlag dritteln oder vierteln. Mehr als das. Mehr als viertel. Eigentlich ist es sogar noch schlimmer. In Wahrheit haben wir nämlich nicht 50%, in Wahrheit haben wir 60 bis 80, je nachdem, wie man es rechnet. Wenn man all die Dinge, die Gängeleien, die Eingriffe des Staates in den noch freien Teil der Wirtschaft mal korrekt mit dazu rechnet, findet auch dort mittlerweile keine freie Marktwirtschaft mehr statt. Also um es konkret zu machen, bis Juni arbeite ich für den Staat und für bis August, September für die Bürokratie. Ja, und da Staat und Bürokratie quasi miteinander ja zusammenhängen, also gefühlt arbeite ich 70% meiner Zeit für diesen Staat, aber nicht mehr lange. Ja? Aber da müssen wir weg davon. Und die Frage ist, wie geht das?
Und das geht nur mit der Kettensäge. Das muss ich leider so sagen. Das Also ist, das Bild ja. des argentinischen Präsidenten Milei, der Ja. sagt, den Staat musst du mit der Kettensäge bearbeiten. Was ist Ja. hier die Kettensäge? Wo setzen Sie die an? Die Kettensäge, die setzt an erstmal bei der Frage der Besteuerung. Also erst müssen wir den Staat aushungern und wenn wir ihm das Geld weggenommen haben, dann müssen wir ihm die Aufgaben wegnehmen, die er damit finanziert hat, die keinen Sinn machen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir im Grunde genommen erstmal alle direkten Steuern abschaffen müssen. Also Lohn- und Einkommensteuer. Lohn- und Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer, Kirchensteuer, Kapitalertragssteuer, Solidaritätszuschlag, den ganzen Müll, den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen auch dann keine Steuererklärung mehr abzugeben. Es gibt dann gar keine mehr. Es gibt keine Steuer mehr dann. Jedenfalls keine direkte. Keine Also leistungsbezogene nicht mal Steuer. mehr ein Bierdeckel. Kein Bierdeckel, nein, wozu brauche ich einen Bierdeckel? Also mit der Bierdeckel, Steuererklärung. Bierdeckel gehört ins Wirtshaus und nicht auf, und mit einem Bierdeckel muss auch niemand behelligt werden. Wir brauchen diese Steuer nicht. Sie kann nicht gerecht gestaltet werden. Es haben 100 Jahre Einkommenssteuer bewiesen. Oder über 100 Jahre Einkommenssteuer eigentlich. Sie kann nicht gerecht gestaltet werden. Und was nicht gerecht gestaltet werden kann, hat keine Existenzberechtigung. Wir geben dem Bürger die 400 plus x Milliarden zurück, indem wir die alle abschaffen. Und da müssen wir halt entsprechende Einsparungen machen. Das ist auch nicht so schwer, weil von den 400 Milliarden gehen allein 120 Milliarden in die Finanzverwaltung, die nur dem Zweck dient, uns das Geld wegzunehmen. Also die geben 120 Milliarden dafür aus, uns zu organisieren, wie sie uns 400 Milliarden wegnehmen können. Wenn sie uns die 400 Milliarden nicht mehr wegnehmen können, brauchen sie 120 Milliarden schon mal nicht mehr. Übrig bleibt dann nur noch eine Mehrwertsteuer oder was? Also das ist der übernächste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir alle Steuern abschaffen, die Erziehungssteuern sind. Denn der Staat hat mich nicht zu erziehen. Er ist nicht mein Vormund. Was meinen Sie mit Erziehungssteuern? Erziehungssteuer ist, wenn der Staat mir sagt, dass ich nicht rauchen soll, nicht trinken soll, kein Zucker essen soll, keine Schokolade, kein Kaffee, dass ich nicht wetten soll, dass ich nicht fliegen soll, dass ich nicht Auto fahren soll. Das sind alles Erziehungssteuern. Also beispielsweise die Kfz-Steuer, die Mineralölsteuer, Alles. die Ja. Steuer auf Flugtickets, Also Flugsteuer, CO2-Steuer, Plastiksteuer, Alkoholsteuer, Zuckersteuer, Salzsteuer, Salzsteuer, Sektsteuer. Tabaksteuer, Sektsteuer, ja, das sind alles Erziehungssteuern. Wer verdammt nochmal hat eigentlich dem Politiker das Recht gegeben, die Anmaßung zu haben, die Bürger zu erziehen? Die Bürger sind seine Vorgesetzten, nicht umgekehrt. Wenn da ein Mama-Papa-Verhältnis da sein soll, dann vielleicht andersrum. Die haben nicht das Recht, uns zu erziehen, also kann das alles weg. Das ist ja eine mutige Entscheidung, aber Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister, hat beschlossen oder will es durchsetzen, dass in Zukunft die Fertiggerichte auch von einer Staatsküche entworfen Ja, der werden. Nächste, der mich bevormunden will, aber ich kann nichts dafür, dass der Ereignishorizont von Cem Özdemir noch nicht mal bis zum Rand dieser Untertasse reicht. Ja, der Mann soll sich um seinen Kram kümmern. Der soll sich um Ernährung kümmern. Der soll sich darum kümmern, wenn er über. Also eigentlich soll er sich gar nicht kümmern. Ich Er glaube, soll nach Hause gehen, wollten Sie weil denn dessen den Ministerium Landwirtschaftsminister auch? brauchen wir gar nicht. Die Genau. Bauern können das viel besser als der Mann. Der hat eh keine Ahnung, wovon er spricht. Also wozu soll der uns jetzt bitte noch weiter bevormunden? Also ich mag keine Fertigkost, aber das ist doch meine Privatsache, wenn ich die nicht mag. Ich rauche auch nicht. Das ist aber auch meine Privatsache. Wieso hat der Staat mir das zu sagen? Ich sage was? Wenn es verboten wird, fange ich sofort damit an. Die haben uns das nicht vorzuschreiben. Sie machen es, um uns zu erziehen und sie machen es uns aus fiskalischer Gier. Und sie geben es auch nicht dafür aus, wofür sie angeben, dass sie es ausgeben. Nehmen wir zum Beispiel mal die Tabaksteuer. Da kann man ja sagen, ja, Leute, der Tabak ist ungesund, das solltet ihr nicht machen. Also erstens, wie gesagt, haben die uns nicht zu erziehen. Zweitens könnte man sagen, na gut, wir nehmen dieses Geld und stecken es ins Gesundheitssystem, um die Schäden auszugleichen. Und da sage ich, ja, wenn sie es nur täten, das machen sie aber nicht. Das Geld fließt nicht ins Gesundheitssystem. Nichts davon. Sie geben es aus für Radwege in Peru und für feministische Projekte und für NGOs und ich weiß nicht was alles. Das alles muss enden. Und das endet nur dann, wenn wir das Biest aushungern. Wir müssen ihm also erstmal die Steuern alle wegnehmen. So was bleibt dann übrig, dann bleibt die Mehrwertsteuer übrig. Und die Mehrwertsteuer, die hat eine Komponente, die schlecht ist und eine Komponente, die sehr schlecht ist. Die schlechte behalten wir, weil irgendeine Steuer brauchen wir, um den Minimalstaat noch zu finanzieren, auch wenn die immer noch Raub ist. Und die sehr schlechte, die schneiden wir ab. Was ist die sehr schlechte? Das ist die Besteuerung von Investitionen. Also bauen wir die Mehrwertsteuer zur Konsumsteuer um. Besteuert wird nur noch der Konsum. Und die Investitionen werden nicht mehr besteuert. Und der Konsum wird so besteuert, dass der Staat nicht mehr als 10, aber maximal 12% des Bruttosozialprodukts kriegt. Das war's. Der Mehr braucht er nicht. Minimalstaat, welche Ministerien braucht der nicht? Oder braucht die meisten nicht. Nehmen wir mal,
also durch ein paar Ministerien durchgehen. Fangen wir mal mit dem Entwicklungshilfeministerium. Entwicklungshilfe ist, wenn Politiker in reichen Ländern armen Menschen ihr Geld wegnehmen, um es reichen Politikern in armen Ländern zu geben. Mehr ist es nicht. Wer mir in noch dem. Mal, das war jetzt sehr schnell. Lassen Sie also, das nochmal langsam. Entwicklungshilfe ist, wenn Politiker in reichen Ländern den armen Leuten in ihrem Land das Geld wegnehmen, um es reichen Politikern in armen Ländern zu geben, damit die noch korrupter Also werden können. Wir schicken das Geld der Armen zu den Reichen in Kongo. Ja, genau. Wir schicken das Geld unserer Arbeitnehmer zu den korrupten, reichen Politikern im Kongo. So kann man das sagen, ja. Gut. Entwicklungshilfe weg. Was noch weg? So, dann nehmen wir Gesundheitsministerium. Das Gesundheitsministerium kümmert sich nicht um unsere Gesundheit. Das ist ein Verschiebebahnhof von korrupten Mitteln für die Pharmaindustrie. Wieso soll ich das als Steuerzahler finanzieren? Macht nochmal 25 Milliarden eingespart. Übrigens, wir haben gerade bei der Entwicklungshilfe, wenn man die Klimahilfen noch mitzählt, auch gerade 50 Milliarden eingespart. Jetzt sind wir schon bei 75. Wir haben 120 Milliarden eingespart in der Finanzverwaltung, weil wir brauchen die ja nicht mehr, weil wir treiben ja keine Steuern mehr ein. Jetzt sind wir schon bei fast 200. So machen wir weiter. Schauen wir uns das Verkehrsministerium an. Verkehrsministerium brauchen wir auch nicht. Und zwar deswegen, weil es nicht das tut, wofür wir es eigentlich mal gehabt haben. Straßen bauen, Brücken bauen. Die Infrastruktur im Land wird immer schlechter. Diese Infrastruktur wird in viel besserem Zustand sein und nur noch die Hälfte kosten, wenn wir sie privatisieren. Kann das Ministerium auch weg. Das ist so eine Art Mautautobahn. Ja, die haben wir ja in Frankreich auch. Ja. Natürlich kostet die dann Geld, aber die kostet weniger als die Steuer, die wir jetzt dafür bezahlen. Und zwar, weil der Private, wenn wir ihn in den Wettbewerb stellen, immer effizienter sein wird. So, was kann noch weg? Dann, was haben wir denn sonst noch? Familienministerium. Familieneinmischungsministerium ist es. Kann weg. Da wird sowieso nur Genderkram, Wokismus und sonst was gemacht. Um die Familien kümmert sich da schon lang keiner mehr. Kann weg. Was haben wir noch? Umweltministerium. Forschungsministerium. Forschungsministerium kann auch weg, weil Forschungsministerium heißt, ich nehme den Unternehmen Geld weg, um zu entscheiden, dass ich besser weiß, wo geforscht wird als die Unternehmen. Seit wann weiß irgendein Politiker besser über Forschung Bescheid als die F&E-Abteilung von einem Unternehmen? Was dadurch erzeugt wird, ist nur eine Kompetenz beim Beantragen von Fördermitteln. Sonst wird da nichts gefördert. Also jetzt gehen wir da diese ganze Liste durch. Ihr Buch macht es ja perfekt. Was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Beamten dann? Haben Sie da keine Gnade, kein Mitleid? Nee, habe ich nicht. Also wenn ein Unternehmen ein Produkt herstellt, das nicht mehr gebraucht wird, dann möchte ich mal den, da, wo ist dann der Beamte, der gesagt hat, was machen wir denn mit denen? Ja? Wenn das Produkt nicht mehr gebraucht wird, dann müssen die sich neue Verwendung in der Wirtschaft suchen. Und da bin ich aber auch entspannt, denen wird es nicht schlecht gehen, denen wird es sogar besser gehen als vorher. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn wir diese ganzen Ministerien abschaffen, da bleiben ja nur Verteidigung, Außenministerium, Finanzen, vielleicht noch ein Innenministerium, wo noch so ein paar Aufgaben zusammengefasst werden und Kanzleramt übrig. Mehr ist ja dann nicht mehr da. Und von den 99 Bundesbehörden können wir eigentlich auch alle abschaffen, bis aufs Patentamt. Und das können wir privatisieren anschließend. Und das Ergebnis wird sein, dass wir die geringste Steuerlast auf dem Planeten haben. Von allen Ländern auf dem Planeten, in jeder Beziehung. Argentinien vielleicht noch. Argentinien. Also ich sag mal so, wenn wir das Programm machen, dann muss der Milei sich beeilen, um da noch mithalten zu können. Und das Ergebnis dessen wird sein, dass wir den größten Zufluss an Kapital, Investitionen, Talent und Unternehmertum in dieses Land haben, das die Welt je gesehen hat. Je. Also Bürokratiegebäude weg, Unternehmen rein. Genau. Und es wird eine solche Menge an Kapital hier reinströmen, dass die Leute, die vorher im Finanzamt gearbeitet haben, die können ja was. Die sind ja nicht ohne Ausbildung. Die können Controlling, die können Finanzbuchhaltung, das können die ja alles. Diese Unternehmen werden solche Leute brauchen. Die werden dort neue Anstellung finden und das Dreifache verdienen, was sie vorher verdient haben. Aber sie müssen halt aus ihrem beamtenbehäbigen Ding müssen sie raus. Das werden sie nach ein paar Jahren im Rückblick als Befreiung empfinden. Keine solchen Vorgesetzten mehr, keine Zwänge mehr. Ja, also der ganze. Keine Ärmelschoner. Keine Ärmelschoner, die ganze erstickende Atmosphäre eines Finanzamts. Wenn man da schon die Flure runtergeht, da kommt einem das ganze bedrückende Leben des Bürokratismus, fällt einem ja auf den Kopf wie seinerzeit den Galliern der Himmel, wenn er einstürzt. Das kann doch alles weg. Das braucht doch kein Mensch. Das ist eine Unkultur. Das ist keine Kultur, in der Menschen aufblühen. Das ist eine Kultur, in der Menschen verkümmern. Die werden in Unternehmen arbeiten, die produzieren was wirklich gebraucht wird. Nicht irgendwelche Formulare.
nicht irgendwelche Bürokratie, nicht irgendwelche Gängeleien, sondern Produkte, die die Menschen wollen. Stellt euch das mal vor, wenn diese Tausenden von Leuten plötzlich für Unternehmen arbeiten können, die Dinge herstellen, die die Menschen wollen und nicht Dinge, die die Menschen gängeln und sie damit beschäftigen, Formulare auszufüllen. Das ist die Vision. Also auch der Finanzbeamte kriegt wieder Freunde. Der Finanzbeamte wird sich am Anfang schütteln und sagen, ich will das nicht. Das ist wie ein Kind, das man das erste Mal ins Wasser schmeißt, damit es schwimmen lernt. Aber am Ende wird er sich daran freuen, dass er schwimmen kann. Nun haben Sie in Ihrem radikalen Ansatz, das sind ein paar Varianten, auf die man kommen noch muss. Sie sagen zum Beispiel, auch das Waffenrecht kann man liberalisieren. Ja. Also statt Polizeipistole. Also, nicht statt Polizeipistole. Das Waffenrecht ist eine Sache, da höre ich ganz oft von Leuten, dem Krall kann ich in allen Dingen folgen, nur nicht bei der Liberalisierung des Waffenrechts. Und dann wird meistens das amerikanische Beispiel angebracht. Ich frage mal dagegen, warum verwenden die Leute eigentlich nicht das Schweizer Beispiel? Die Schweiz hat auch ein liberales Waffenrecht. Das Recht des Bürgers, Waffen zu tragen, ist in der Schweiz genauso realisiert wie in Amerika. Hört man in der Schweiz von irgendwelchen wilden Geschichten, Wildwest oder von Kriminalität? Nein, tut man nicht. Und zwar deswegen, weil in Amerika gibt es das liberale Waffenrecht. Es gibt aber auch die linksregierten oder demokratisch regierten Bundesstaaten, wo die Kriminalität aufblüht. Und man muss aber eins natürlich sehen. Überall da, wo der Bürger keine Waffen tragen darf, gibt es ein Waffenmonopol. Und dieses Waffenmonopol liegt nicht bei der Polizei. Die ist nur die eine Hälfte von dem Monopol, also eigentlich ein Duopol, wenn man so will. Die ist nur die eine Hälfte davon. Entschuldigung. Die andere Hälfte sind die Kriminellen, die sich sowieso nicht dran halten. Also wer eh kriminell ist, der hält sich auch nicht ans Waffenrecht. Das heißt, den Bürger zu entwaffnen bedeutet, dass er sich nicht wehren kann, wenn der Kriminelle in seiner Tür steht, weil die Polizei nie schnell genug ist. Es gab mal einen Chef der NRA, der National Rifles Association der Vereinigten Staaten, die ja hier bei uns ganz allgemein als ganz böse Organisation angesehen wird. Aber dieser Chef hat einen wahren Satz gesagt. Der einzige Weg, einen schlechten Kerl mit einer Knarre aufzuhalten, ist ein guter Kerl mit einer Knarre. Ja, sind die anderen alles die Guten? Ist es nicht ein bisschen leichtsinnig, wenn man von uns eine Knarre in der Hosentasche trägt? Also ich denke mal, der unbescholtene Bürger soll das Recht auf Waffen tragen haben. Wenn er sich straffällig gemacht hat, dann kann man es ihm entziehen. Der Meinung bin ich wohl. Aber solange er unbescholten ist, soll er das Recht haben. Das Ergebnis wird nämlich dann sein, dass der unbescholtene Bürger das Monopol auf die Waffe hat. Und es gibt beispielsweise in den Vereinigten Staaten gibt's eine Kleinstadt, Kennesaw heißt die, 30.000 Einwohner, da gibt es ein Gesetz, dass jeder erwachsene Mensch, Mann oder Frau, ab 18 Jahren verpflichtet ist, eine geladene Waffe mit sich zu führen, und zwar jederzeit. Und regelmäßig zu trainieren, damit er die auch benutzen kann. In Kennesaw gab es seit Jahrzehnten keinen schweren Kriminalitätsfall mehr. Und zwar einfach deswegen, weil es ja keiner, das traut sich da einfach keiner. Es findet einfach nicht statt. Ja? Es ist einfach nicht so, dass ich weiß, dass die meisten Menschen mit sowas komplett aus ihrer Komfortzone rausgeholt sind. Aber es ist nicht so, dass Länder wie die Schweiz oder die Vereinigten Staaten, wo die Gründerväter ja das Recht auf Waffentragen eingeführt haben, sie haben sich was dabei gedacht. Ging es nicht nur um die Kriminalität, sondern die Gründerväter der Vereinigten Staaten haben gesagt, wenn der Bürger bewaffnet ist, dann ist es sehr viel schwerer, eine Tyrannei einzuführen. Deswegen waren die größten Tyrannen auch immer diejenigen, die am stärksten gegen das Recht des Bürgers auf Waffen tragen waren. Hitler und Stalin. Ja? Wir haben das Erste, was sie gemacht haben, waren die Waffen der Bevölkerung einzukassieren. Also sie lassen gewissermaßen kein Fettnäpfchen aus. Sie machen radikale Vorschläge. Aber wie realistisch ist es, den radikalen Ansatz, wenn schon nicht ganz, so wenigstens in der Tendenz umzusetzen? Denn Sie konstruieren ja ein Idealbild, aber im Gegenteil erleben wir im Augenblick ein Ausufern des Staates, ständige Steuererhöhungen und so weiter. Also es geht in die verkehrte Richtung. Ja. Wo soll die Kraft herkommen, wenigstens umzusteuern, wenn schon nicht in ihr waffentragendes Paradies zu kommen? Das Waffentragen ist ein Element, das habe ich mit reingenommen, weil ich glaube, dass es vor der Tyrannei schützt. Aber wenn man mal, ja, das klingt natürlich toll, ja. Aber darum geht es letztendlich gar nicht. Es geht darum, dem Bürger seine Freiheit und seine Autonomie zurückzugeben. Die Autonomie, dass der Bürger der Souverän ist und der Staat sein Diener und nicht umgekehrt. Und darum geht es letzten Endes. Und ja, was ich fordere, ist radikal. Aber was die aktuell machen, ist ja noch viel radikaler in der anderen Richtung. Ja. Die laufen auf eine Planwirtschaft, eine Sowjetunion 2.0 hinaus.
Und wenn ich das verhindern will, dann nützt es mir nichts, halbgare Vorschläge zu machen, sondern einer muss es zu Ende denken. Und das heißt, die sind hier und ich bin hier. Und wenn ich will, dass es sich irgendwann mal in der linken Hälfte bewegt, dann darf ich nicht hier anfangen, weil sonst ist der Kompromiss hier. Ja, auf halber Strecke. Ich bin aber nicht bereit zu kompromissen mit dieser sozialistischen, sich abzeichnenden Tyrannei. Warum sollte ich bereit sein, Kompromisse zu schließen mit Leuten, die selber nie welche schließen? Nein, die Sache muss ausgefochten werden, und zwar geistig. Die haben ein Bild der Welt, der Gängelei, der Unterdrückung, der Armut, wie der Sozialismus es immer hatte. Und der Libertarismus und die Freiheit haben ein Bild der Welt des freien, wohlhabenden, selbstständigen, für sich selbst verantwortlichen Bürgers. Und zwischen diesen beiden gibt es letzten Endes keine wirklichen Kompromisse. Man kann keinen Kompromiss mit dem Teufel schließen. Wenn die Planwirtschaft Wohlstand zerstört und die Marktwirtschaft Wohlstand schafft, warum sollte ich denn dann einen Kompromiss zwischen diesen beiden anstreben? In Ihrem Buch haben Sie da neben den wirtschaftspolitischen Radikalismen fast religiöse Ansätze. Sie sprechen vom Todestrieb der westlichen Gesellschaft. Sie sprechen von den Gefahren eines Transhumanismus, also eines Sozialismus, der den Menschen gewissermaßen seiner geistigen Freiheit ohnehin beraubt. Mhm. Was meinen Sie damit? Geht es nicht ohne diese beiden Begriffe? Also das ist auch wieder ein, wie ich weiß, schwer verdauliches Gericht, was ich da angerührt habe. Und die Frage ist völlig in Ordnung und berechtigt. Was haben wir hier vor uns? Wir haben hier, also wer Schafarewitsch gelesen hat, der weiß das ja sowieso, Igor Schafarewitsch, der Todestrieb in der Geschichte. Aber was wir hier vor uns haben, ist keine neue Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Sozialismus ist so alt wie die Menschheit. Aber sie hat unterschiedliche Namen gehabt in all der Zeit. Sozialismus heißt das Ding erst, seit ein gewisser Karl Marx da in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts angefangen hat, uns was von Kommunismus und dergleichen zu erzählen. Ein Mensch, der, wie soll ich sagen, ein Psychopath war, in meinen Augen. Ja? Der nichts Gutes im Sinn hatte für die Menschheit, und wenn er es 10-mal behauptet hat. Aber vorher gab es die Jakobiner und davor gab es die Ketzersekten, die auch ihre sozialistischen Experimente gemacht haben. Schafarewitsch beschreibt ja wunderbar die Ketzerherrschaft in der Stadt Münster im 16. Jahrhundert, wo also das Eigentum abgeschafft wurde, die Familie abgeschafft wurde, die Frauen zum Eigentum der Männer erklärt worden sind, also zum Gemeinschaftseigentum wohlgemerkt. Ja. Mhm. Vergewaltigung war was völlig Normales. Übrigens eine Idee, mit der Lenin sich auch anfreunden konnte, Frauen als Eigentum der Männer. Ja. Mhm. Diese Ideenwelt reicht zurück bis in die Antike. Also die Ablehnung des Eigentums, die Ablehnung der Familie, die Ablehnung der Zivilisation schlechthin, weil Eigentum, Individualität, Familie, das sind die Stützen der Zivilisation. Der Sozialismus greift die an, und schon die letzten 4000 Jahre hat er das getan, und Schafarewitsch hat es empirisch gezeigt anhand unzähliger Beispiele. Und das ist das, was wir hier vor uns haben. Wir haben einen Kampf zwischen zwei Prinzipien. Man kann sagen, es sind anthropogene Prinzipien, also Prinzipien des Menschseins, die im Widerstreit in uns drin liegen. Man kann aber auch sagen, wenn zwei Prinzipien über einen so langen Zeitraum im Widerstreit waren und das eine Prinzip immer Wohlstand geschaffen hat, während das andere Prinzip immer Armut, Terror und Mord geschaffen hat, bis hin zum Völkermord, dann handelt es sich hier um einen Kampf zwischen Gut und Böse. Und das ist das, worum es mir hier geht. Den Leuten klarzumachen, dass die Auseinandersetzung mit dem Sozialismus keine ist, zwischen zwei tolerablen Ideen. Das ist die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Und so muss sie auch ausgefochten werden. Nun haben Sie am Ende sogar ein Gedicht mitgeliefert, das heißt Ragnarök. Das ist der Weltuntergang in der germanischen Religion oder Philosophie der Wikinger. Das ist ein sehr pessimistisches Weltbild. Alles bricht zusammen. Es gibt keine Erlösung, sondern in diesem allgemeinen Chaos werden sogar die Götter aufgefressen. Es gibt also nur Schwarz. Das ist nicht das, was Ragnarök sagt. Am Ende also haben Sie ein pessimistisches Weltbild und glauben nicht an die Reform mehr? Doch. Also Ragnarök ist nicht die Aussage, dass alles dem Untergang geweiht ist und dann nie mehr was Neues entsteht. Im Gegenteil, Ragnarök ist ein zyklisches Weltbild. Es gibt viele Völker, nicht nur die Germanen und die Wikinger, die ein zyklisches Weltbild hatten. Die meisten Völker haben ein zyklisches Weltbild. Von den Inkas bis zu den Chinesen. Ja? Und dieses zyklische Weltbild bedeutet, dass es Aufs und Abs der Zivilisation gibt. Und im Moment befinden wir uns ganz klar in einem Ab. Aber hinter dem Horizont, hinter der Katharsis, die da auf uns wartet, da gibt es
wieder Licht. Und das ist das, was ich sagen will. Aber das ist ja interessant. In der Vergangenheit war Markus Krall ja auch ein sehr betont katholischer, christlicher Publizist. Mhm. Und jetzt greift er auf das düstere Weltbild der Wikinger zurück. Naja, auch das Christentum hat seine zyklische Betrachtung. Ja, also das Christentum, wenn man es mal theologisch betrachtet, ist es ja ohnehin so, dass, ich habe das neulich in einem Vortrag in Bonn mal im Detail dargelegt, warum ich das glaube, Gott ist ja ohnehin ein Minimalstaatler oder überhaupt ein Privatrechtsgesellschafter. Also Gott, wenn man mal die Bibel gründlich studiert, dann findet man die Stellen. Ja? Also nur als Beispiel, als die Israeliten einen König wollten, die hatten ja vorher keinen König, die waren vorher eine Privatrechtsgesellschaft. Es gab Richter, die hatten aber nur die Aufgabe, Streitigkeiten zwischen freien Menschen zu schlichten und zu urteilen. Ja? Die konnten auch korrupt werden, die Sünde gab es immer, aber grundsätzlich, die israelische Gesellschaft nach dem Auszug aus Ägypten war eine Privatrechtsgesellschaft, die hatte keinen König. Und dann wollten die Israeliten unbedingt einen König. Und der Prophet Samuel hat ihnen gesagt, wenn ihr einen König wollt, dann wird der euch den Zehnten wegnehmen, er wird euch das beste Vieh wegnehmen, eure Töchter wird er euch wegnehmen, eure Söhne wird er zum Kriegsdienst pressen, sie werden ihm seine Streitwagen bauen, vor denen sie dann herlaufen müssen. Er wird euch von allem, was ihr produziert, das Beste wegnehmen und ihr werdet seine Sklaven sein. So steht es in der Bibel, wortwörtlich. Also, wenn man das mal wörtlich nimmt, so wie es da steht, dann kann man daraus nur schlussfolgern, dass Gott kein Freund der staatlichen Organisation ist, sondern sie für Sklaverei hält. Anders kann man dieses Samuel 26 gar nicht interpretieren. Dann wollten sie ja unbedingt den König, haben sie dann auch bekommen und das Ergebnis war genauso wie vorhergesagt. Genau das war's. Genau das ist eingetreten. Und das christliche Weltbild, ich pflege sehr wohl ein christliches Weltbild, das christliche Weltbild stellt erstmal das Individuum in den Mittelpunkt und die Freiheit des Individuums. Und überall dort, wo man eben, das sagt auch das christliche Weltbild, wenn die Menschheit nicht auf die göttlichen Gebote hört, und Freiheit ist ein göttliches Gebot in meinen Augen, dann führt es zu Chaos, ja, und führt zu kathartischen Prozessen, zu Katharsis. Die Bibel beschreibt es anders als zum Beispiel andere Religionen, aber sie beschreibt es genauso. Also die Katharsis, die Reinigung durch die Katastrophe und das Schlechtergehen und den Verlust des Wohlstands und Kriege und so weiter, das ist etwas, was die Bibel genauso kennt. Also das ist nichts außerhalb dessen, da habe ich mein Weltbild, muss ich dafür nicht anpassen. Das Ragnarök hat sich angeboten als, wie soll ich sagen, Sprachbild, um das mal zu beschreiben. Also wir lernen daraus, der Zustand des Landes ist so radikal schlecht, dass nur radikale Lösungen einen Ausweg finden. Und diese Lösungen erfordern auch eine geistige andere Grundhaltung. Wir machen vermutlich auch das, was wir als Christen ja tun sollen, dem Kaiser das geben, was des Kaisers ist. Aber es muss weniger werden. Ja, des Kaisers war über viele hundert Jahre lang nicht 50%, sondern 10%, der Zehnte. Der Zehnte. Der Zehnte war die Staatsquote. Und damit könnte ich mich auch wieder anfreunden. Ja, obwohl selbst der Zehnte wird bei Samuel noch als schlecht betrachtet. Also selbst der. Schon kommt auch Markus Krall zum Kompromiss. Ja, das ist aber, wie soll ich sagen, der befindet sich hier, der Kompromiss. Der ist nicht hier, nicht hier, nicht hier. Der ist hier ganz weit am libertären Rand. Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch.